Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Das ist Kelvin. Und heute gibt's den 7. Teil von echtes Essen versus Gummiessen. Yes, mittlerweile der 7. Teil. Ja. Ihr hört nicht auf, ihr habt wieder die 150.000 Likes geschafft. Richtig krass. Das ist einfach krass. Überkrass. Und ja, Gummi versus echtes Essen, wie funktioniert das Ganze? Ja, das sagst du auch, die Regie gibt uns immer diese zwei Speiseglocken. Und in einer befindet sich echtes Essen und in der anderen Gummiessen. Und wir machen dann Schnick, Schnack, Schnuck, damit die Regie nicht beeinflussen kann, was für ein Teller wir hier bekommen. Ja. Und was da drunter ist. Der gewonnen hat, sucht sich einen Teller halt aus. Genau. Also es gibt dreimal ekliges und dreimal gutes Essen. Ja. Jeweils in Gummi und echt. Und ja, dann machen wir halt auf, gucken, was wir haben. Und wir müssen das dann essen. Ja. Und ja, so funktioniert das Ganze. Und Leute, wenn ihr einen neuen Teil haben wollt, Gummi versus echtes Essen, also Teil 8, wie viele Likes brauchen wir dafür? Ich sag einfach mal 120.000 Likes, weil ihr so schnell seid immer. Ja, dann kommt der neue Teil, 120.000 Likes. Diesmal verraten wir nicht, was es gibt, es wird aber wieder extrem heftig. Und genau, also jeder muss wieder liken für einen neuen Teil, Leute. Ja. Haut den Like-Button weg, richtig bam, Alter. Ihr wisst, bei uns kommen immer kranke Sachen. Ja, und dann würde ich sagen, Lego. Oh. Erster Gang. Erste Runde. Ich hoffe, wieder easy, beginning. Ich hoffe auch, aber... Nicht anfassen. Nicht anfassen. So, und jetzt machen wir immer Schnick, Schnack, Schnuck. Yes. Was? Schnick, Schnack, Schnuck. Bam. Ich darf aussuchen. Ich nehme den Teller hier. Ganz selbstbewusst. Oh, der ist noch heiß. Okay. Warm, warm. Bisschen warm. Warm. Oh. Frisch gewaschen, oder? Okay. Okay. 3, 2, 1. Hey. Oh, easy. Trauben. Mein Trauben, ich hab die echten. Ich hab den Gummi. Ich glaube, da ist so Brause drin. Ist da Zucker drin so? Ich glaube schon. Boah, einen Shot gönnst du dir, da bist du wach, ne? Gib mir einen Shot Traubenzucker. Boah, ich trinke mal alles. Tu mal ein bisschen hier draufschütten. Boah, nur Zucker. Aber irgendwie auch scheiße, ne? Richtig ekelhaft. Boah. Ganz ehrlich, eigentlich ist das eine Strafe, ja. Boah. Obwohl das jetzt gut sein soll. Das ist pur Zucker nur. Das schmeckt nicht mal nach Trauben, das schmeckt nur nach Zucker. Hätte ich lieber die echten Trauben, wäre sogar noch gesund. Ja, war jetzt keine Strafe, aber zu süß. Isa Yang, Yoink. Und der nächste Gang. Zweiter Gang. Zweiter, zweiter. Okay. Wir haben ja heute einen Schweinekopf, ne? Ja, heute gibt es einen Schweinekopf, ihr wisst Bescheid. Ey, ich hab's jetzt Schnick-Schnack. Okay. Ich das aussuchen. Ich glaube, dich verläuft einfach mal bei dem hier. Okay. Ja, und? Muss ich den nehmen. Also wie? Oh, der ist schwer. Geht. Warum ist der schwer? Was heißt das? 3, 2, 1. Nein! Du bist ja das Schlechte. Scheiße, wie ein Buselt. Du hast Bohnen. Also ich habe jetzt gerade so reagiert, weil ich keinen Bock auf Bohnen habe, aber... Junge, ich hab das Schlechte. Was ist das jetzt hier? Leute, ihr kennt doch alle wie ein Buselt. Das sind die ekligen Bohnen. Also es gibt gute Bohnen, es gibt eklige. Ja. Ich muss das jetzt spielen. Oh, nee. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht nicht. Auf jeden Fall, ich muss jetzt dreimal das hier spielen. Genau, da ist so ein Rädchen, das dreht man. Es gibt ja zum Beispiel weiße Bohnen. Eins könnte Kokosnuss sein und eins könnte Babywindeln sein. Und das ist bei allen so. Die könnten gut oder schlecht sein. Ich muss jetzt dreimal spielen. Manche haben auch Erbrochenes. Ja. Und ja. Und ich muss dann alle drei in den Mund nehmen, so. Genau, mal gucken. Ja, esst du erstmal deine Bohnen hier. Ich will sehen, was hier ist. Aber irgendwie ist das auch nicht so geil. Ja. Aber... besser als dein. Hey Leute, ganz ehrlich, wer würde jetzt so Kidneybohnen einfach so aus der Dose essen? Ich nehme auch drei. Magst du nicht? Also jetzt, wenn die jetzt verkocht sind zum schönen Essen, ja, aber so einfach so aus der Dose. Okay, auch drei. Ja, jeder drei. Jeder drei. Du fängst an. Auf geht's. Aber lecker. Ja, geht doch. Ja, ne? Hab ich doch unterschätzt. Weil das sieht irgendwie abtönender aus. Ja. So. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist dieses Tutti Frutti oder Stinke Socken. Boah. Das ist das hier. Ich nehme diese. Eins. Ja, das gelb, ist das Gelbe, ne? Gelb. Was ist das? Das ist gelb. Popcorn oder verrottetes Ei? Bah. Nein. Boah, Ei ist eklig, Mann. Oh nein. Früher war der Challenge, wusste ich noch. Zwei. Schon wieder Tutti Frutti. Boah. Oder Socken. Oder Socken. Das war das, ne? Okay. Drei Bohnen. Ab in die Hand. Und dann versucht dein Glück. Vielleicht hat man auch Glück und die schmecken alle gut. Das wäre so gut, aber ich glaube nicht bei drei Bohnen. Alter. Ich wünsche dir alles Gute, Mann. Muss ich schlucken? Wenn's geht. Also wer die kennt, Leute, schreibt mal in die Kommentare.
kann man fast gar nicht schlucken. Es hat auf jeden Fall Stinkgesocken da drin. Echt? Hast du rausgeschmeckt? Ja. Weg damit. Dritter, ne? Dritter Gang jetzt, ne? Bitte was Gutes jetzt. Boah, ja, oh. Ich anfassen. Ja. So. Schnick, schnack, schnuck. Boom! Such dir aus. Ich glaube, diesmal nehme ich deine Seite. Okay. Boah, nee, beides leicht. Beides leicht? Mhm. 3, 2, 1. Oh! Ich hab meins. Ey, ich wollte das echte, ey. Oh. Nie das, was ich will, Mann. Ein hier Gummi-Eis. Erdbeer? Du hast auch Erdbeer? Ja, ein echtes in Erdbeergeschmack. Kann man auf jeden Fall machen, würde ich mal sagen. Nice, Mann. Ey, schmeckt nach Shisha-Tabak. Was? Ey, ernsthaft? Ja. So ein cooles Eis würde ich auch haben. Also, so wie Shisha-Tabak riecht, so schmeckt das. Nicht so geil. Ja. So, next! Vierter, ne? Vierter Gang. Vierter Gang. Jetzt kommt, müsste was Ekliges jetzt kommen, ne? Ja. Warum kommt da so ein Geräusch? Ich weiß, was das ist. Ey, Lava. Ich muss gewinnen jetzt. Aber ist das gut oder schlecht? Wer weiß. Ey, scheiße, Mann. Aber warte. Eigentlich beides könnte klimpern. Ja, das könnte so. Könnte echt beides klimpern. Ich hab gerade echt vergessen, was wir hier haben. Aber ich glaube. Schnick, schnack, schnuck. Aber du hast das Wissen, ich hab's jetzt gerade nicht. Ja, ist so, ja. Ja, dann nicht. Aber es könnte echt beides sein. Was nehme ich? Ich nehme den. Los! 2, 3, 1. Nein! Und die hat das extra gemacht. Wie krass! Ich dachte, das Geld klimpert. Leute, warum? Oh mein. Er muss Geld. Ich hätte auch den genommen. Boah! Ey, das war ein richtiger Block. Ich hab doch gesagt, es könnte beides sein. Ich hab gedacht, Marvin weiß was, aber. Oh, ich dachte, es hat. Das war auch mal geil. Was ist das? Das hat nichts gebracht. Ey, krass. Okay, das war jetzt echt krass. Achso, damit ihr mal wisst, das sind hier so Geldmünzen. So, hier steht ja. So 10 Cent. Hier auch wieder 10 Cent. Ja, hier ist echtes Geld. Das ist jetzt kein echtes Essen. Und er denkt jetzt, was muss er machen? Er muss. Weil Geld ist eigentlich das Dreckste, was es auf der Welt gibt. Ja. Es geht durch jede Hand in der ganzen Welt. Ja. Marvin muss jetzt halt die ganzen Cent- und Euro-Stücke in den Mund nehmen für 10 Sekunden. Ja. Und lassen wir mal schmecken hier. 10 Cent. Alles. 10 Sekunden. Digga. 10 Sekunden. Ja. Boah, das ist so ekelhaft. Du möchtest schlucken, wenn es geht. Ich krieg keinen Herpes oder so, Alter. Boah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt habe ich nur das Schlechte gedacht. Ja, jetzt auch was auf. Ich bin ja voll im Glück. Wenn ich jetzt noch das letzte Schlechte bekomme, Alter. Was, das ist ja gerade der fünfte Gang schon? Oder vierte. Es kommt noch zwei. Kommen noch zwei. Oder? Ja, noch zwei Gänge. Ich feiere das immer, wenn ich nicht mehr weiß, was wir überhaupt eingekauft haben. Ja, Mann. Ich war mir so sicher, dass das ist, aber war nicht, Alter. Weil da waren noch so andere Gänge. Ja, ich dachte, ja, der nimmt den, weißt du. Aber ich feiere das, dass du überhaupt falsch lagst. Ich dachte so, scheiße, ich habe keine Ahnung. Fünfter Gang. Oh mein Gott, der fünfte Gang, Alter. Okay. Welchen suche ich mir noch aus? Suchen wir diesmal den aus. Okay. Ist deiner schwer? Ja. Deiner? Meiner ist leichter. Okay. 3, 2, 1. Oh, nice. Einen echten Kuchen. Und ich habe hier so einen Gummikuchen. Oh. Boah, der riecht geil. Was ist das? Das Marmor? Das ist ein schönes Stückchen hier raus. Sieht echt hübsch aus, aber der Kuchen. Ich glaube Marmorkuchen. Mann, Leute, wie schön der aussieht. Hm. Na komm. Kann man gar nicht so essen, der Auswahl einfach eins. Ja. Ich muss Leute, wollt ihr auch ein Stück hier? Nehmt euch. Hier, greift zu. Snacks! War letzter Gang jetzt, ne? Ja. Der sechste, ja. Du weißt, was das heißt? Oh Gott. Das heißt, der fährt auf dem Thumbnail, Leute. Ja. Okay Leute, wir haben den Tipp von der Regie bekommen, dass wir auf jeden Fall nicht die Teller jetzt angucken, während sie die hier hinstellen. Ja, damit das alles fair ist. Damit nichts beeinflusst wird, dass da nichts hängt oder so. Bis sie hier stehen, lassen wir die Augen zu und machen halt so. Okay. Go. Was ist das? Und jetzt schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ich darf aussuchen.
Nein, nein, nicht riechen, nix machen. Genau, ist neutral, aber ne? Muss zugeben. Stimmt, nee. Okay. Bruh. Der ist schon warm. Oh nein. Warum nehme ich das? Das war dein Schicksal. Verdammt, Scheiße. Heiß. Leute, das ist ein Schweinekopf. Ein Schweinekopf. Ja, wir zeigen nochmal, wie wir den zubereitet haben. Hier nochmal ein kurzer Clip. Viel Spaß. Oh mein Gott, Alter. So, hier ist der Schweinekopf, zeig nochmal. Bam, Alter. Oink, oink, oink. Jetzt noch ein paar Gewürze rein, hier kochendes Wasser. So, Wasser mit Gewürzen. Das kommt der Schweinekopf rein, ne? Rein mit dem Kopf. Das lassen wir jetzt erstmal kochen, 2 Stunden. Ja, ja. Alter, ich hatte heute alles Schlechte, Mann. Ey, ich hatte nur Gutes, ne? Ja. Ey, das muss es mal in der Folge gegeben haben, ey, krass. Naja, ich hatte übrigens hier auch einen Schweinekopf. Ja, witzig. Aber das Fleisch sieht eigentlich gut aus, Leute. Hier vorne, guck mal. Oh. Guck mal, dieses braune da. Oh, der ist noch richtig heiß, Alter. Genau, das, ja, hier, die Nase ist eklig. Oh, Alter. Ja, so knorpelig und man kennt halt diese. Ja. Man sieht auf jeden Fall fetter Schwein. Okay, ich schneide mir jetzt ein Stück Fleisch ab, das muss ich essen. Alter, wie sanft das ist. Boah. Okay, wir haben den nur gekocht, ne? Mhm. Ich würde sagen, zum Wohl, zum Wohl, Mann. Mhm. Oh mein Gott. Ohne Scheiß, das schmeckt richtig lecker gerade. Niemals. Wir haben das richtig gut gekocht, Alter. Ich glaube, wir sind Sterneköche. Wirklich? Wir haben das sogar vor der Zeit rausgeholt. Probier mal ehrlich. Okay, dann bin ich ja auch dabei. Wenn du so reagierst, also... Boah. Ist das geil? Ja, Mann. Sieht aber auch gut aus. Das ist richtig gut. Richtig gut, ne? Richtig lecker. Das schmeckt nicht mal nach Schwein. Das ist wie so Ente oder so ein bisschen. Ich esse gerade einen Schweinekopf, Alter. Ja, Mann. Hat mich jetzt überrascht. Also eigentlich haben wir gedacht, das wäre das Heftigste. Ja. Aber man kann auch mal sehen, eine Folge gibt es auch, wo es genau gut schmeckt. Kann auch mal passieren. Mhm. Weg. Damit erstmal. So Leute, das war's wieder mit der Folge Gummi essen versus echtes Essen. Genau. Es sind immer andere Dinge dabei, sie könnten schmecken oder nicht. Ja, das war jetzt der Teil 7, ne? Teil 7 war das. Genau, wie gesagt, für Teil 8 bei 120.000 Likes kommt dann die nächste krass Sachen, aber die wird dann nicht mehr lecker. Das wird safe nicht lecker. Also das wird auf jeden Fall nicht lecker. Das wird, ja, das wird heftig. Also Überwindung kostet das auch einfach. Ja. Und ja, könnt ihr folgen auf Instagram und Snapchat, einmal hier. Marfit. Und mir, Kelvin Fitti. Vollkasser, seid ihr auf dem neuesten Stand. Ansonsten könnt ihr unseren Merch schon abschicken. Erster Link in der Videobeschreibung. Schöne Grüße an Dennis Mods. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch mal zu grüßen werden wollt, müsst ihr uns einfach nur abonnieren. Direkt daneben auf die Glocke klicken und dann auf aktivieren. Und ich krieg immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Sucks. Yes. Dann schreibt in den Kommentaren, Hashtag Glocke aktiv. Und wir sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Ein bisschen Glück bleibt im Maschinenvideo an und grüßen euch. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Ciao.